Hi und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 3 Recollect WG mit Evi, von Evi, aber auf dem Recollect Channel. Heute versuche ich mal, mich ein bisschen zurückzuhalten mit der Zeit. Ich finde, in letzter Zeit sind die Folgen ein bisschen lang gewesen. In letzter Zeit. Alle Folgen sind ein bisschen lang geworden. Und Sims. Ich habe sehr gemischte Gefühle. An dieser Stelle übrigens zwei Shoutouts. Einmal an Sirius Hawk. Diese Person ist mir vor über einem Monat auf Twitch gefolgt und ich habe das nie gesagt. Und ich sehe es gerade wieder in meinem Feed. Deshalb danke und hallo, Sirius Hawk. Und zweiter Shoutout geht an John Salusi, die mir vor 5 Tagen auf Twitch gefolgt ist. Checkt sie aus. Das ist Lizzie, falls ihr das nicht wisst. Sie hat einen wunderschönen Twitch, der hoffentlich bald benutzt wird. Und wir können uns wieder auf Streaming freuen. Ist das nicht super? Ja, das ist super. Oder? Es ist Zombie-Nacht. Ja, die Pflanzen sind eh egal, weil wir kein Unkraut jäten können und dann... Ruby hat einfach noch nicht den Skill, um sich um die Pflanzen zu kümmern. Aber wird sie bald haben, keine Sorge. Wir pennen gerade alle noch ganz süß. Die Zombies sind sehr gruselig. Wir skippen das einfach durch. Ruby möchte in ihrem Job aussteigen. Sie ist noch in der im zweiten Level von der Wissenschaftskarriere, weil das aus irgendeinem Grund ihr Wunsch war. Ihr Lebenswunsch ist Visionärin, Level 10 der Malerei- und Fotografiefähigkeiten erreichen. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Wir kaufen eine zweite Staffelei. Oder? Ich glaube, wir können uns keine zweite leisten. Da müssen sich Lizzie und Ruby halt abwechseln mit der Staffelei. Und Fotografie habe ich noch nie gemacht in Sims. Ist einfach mal das Erste, was sie tut, wenn sie aufwacht. Lizzie hat Hunger. Evi! Heute ist Musetag. Ich lese gleich weiter. Wir servieren Waffeln. Come on, Evi. Genieße das schöne Wetter. Drehe ein paar Runden im Pool. Oder mach einen Rundgang beim Sommerfest. Musetag ist der Tag, an dem du dich von der Arbeit oder Schule erholen und dich entspannen kannst. Und ich trage meine Outdoor-Sachen. Es ist Sommer. 25 Grad haben wir es heute. Und ich laufe hier in Winterklamotten rum. Lizzie hat Hunger. Ja, ich koche. Q muss dringend duschen, die Stinkerin. Nutzen, duschen. Und danach kann sie auch essen. Ruby kann das alles nach allen anderen machen. Weil sie zuerst fotografiert. Und sie möchte die Fähigkeit Fotografie lernen. Eine Poolparty veranstalten, ohne einen Pool zu haben, ist ein bisschen schwer, Ruby. Familie und Freunde. Ich fotografiere das Motiv mit Bewohner. Das ist ein neues Objekt im Wert von 0 Simoleons. Nice. Lernt sie was davon? Die Gutscheine brauchen wir eh nicht. Wir sind mal wieder am PC. Hacken! Oh. Kann sie Geld verdienen? Evi ist manchmal
Evie möchte Meisterköchin, Küchenprofi und Gourmetköchin werden. Um diese Ziele zu erreichen, dieses Ziel zu erreichen, muss sie viele Stunden am Herd schwitzen und ihre Nase häufig in Kochbücher stecken. Doch wer so viele Köstlichkeiten auf den Tisch zaubert, wird niemals einsam sein. Lizzie isst auch die wundervollen Waffeln. Und ebenso Q. Q macht erstmal Mucke an. Q hat einen guten Musikgeschmack. Wir hören heute Disco. Das klingt nach Kinderdisco. Ruby stellt die Waffeln weg, die sich gerade alle nehmen wollten. Ja, die Musik ist gut. Ja. mein Plan ist, ich habe voll vergessen, dass es eine Bibliothek gibt. Das vergesse ich auch immer in echt. Ruby geht zur Bibliothek und liest da den ersten Band von Gartenarbeit. Weil die Bücher sind arschteuer und ich möchte die nicht alle kaufen. Hatte ich letztes Mal irgendwie verpeilt. Aber wo ist denn die Bibliothek? Wo ist die Bibliothek? Sag es mir. Oh, okay. Evie muss Charisma lernen. Ja, dann gehe ich auch zur Bibliothek. Heute ist unser freier Tag. Da bilden wir uns natürlich weiter in Dingen, die wir lieben. Für Lizzie macht es nicht so viel Sinn, in die Bibliothek zu gehen. Für Q macht es auch Sinn. Obwohl, ich glaube, wir haben den ersten Band von Logik. So, Musik ein bisschen leiser. Weil Q jetzt den ersten Band von Logik liest. Oh, die beiden sind in der Bib. In der Bib. Und Ruby liest Gartenarbeit. Ist ja immer sehr lustig, hier in den Bücherregalen zu gucken, was wo ist. Ah, das war ja einfach. Und Evie liest Charisma? Das ist unser Buch. Oh, okay. Ja, fail. Hier kann man auch auf Toilette gehen. Ach, das, ja, da kann ich natürlich nicht auf Toilette gehen. Hat er das gerade zu Ruby gemacht? Rainflower Ivy. Na hallo, Rainflower Ivy. Schickes Tattoo. Bibi! Sophie Rogers. Damn cheekbones though. Brav, brav Ivy. So, Q liest auch. Und Lizzie malt ihr Bild zu Ende. Das ist perfekt. Oh ja, der Block. Kann ich... Block-App. Oh, wir haben einen Stern! Wir haben 50 Blockanhänger. Oh mein Gott. Disco is the new... Metal change my mind. 15 Anhänger geworden. Das war die Q-Stimme. Hallo, wer bist du? Lendauer Jess.
Kebab. Oh, ich kenne den. Ich kenne den Ivy. Mr. Ivy. Ich ziehe mir vor dem Reingehen in die Kabine die Hose runter. So, Ivy liest noch etwas. Nee, noch immer das Gleiche. Ja, ist ja entspannt. Heute leveln wir einfach unsere Skills. Skills. Ja, mal an. Okay. Warum habe ich das nicht vorgelesen? Ich bin Charisma aufgestiegen, Ruby ist Gartenarbeit aufgestiegen und Lizzie ist Malerei aufgestiegen. Oh, das Bild ist fertig. Oh, ein Wert von 87 Simoleons. Yay, Geld verdienen durch Bilder. So, Klassik. Jetzt machen wir noch einen Blogbeitrag. Oh, nicht hier, nicht hier. Stopp. Sondern ein Bild von unserem neuen Bild. Bild. Die Anhänger von Lizzie Collect fanden ihren letzten Beitrag großartig. 16 neue Follower. Ruby hat 324 Simoleons Urlaubsgeld bekommen. Ich habe 186 bekommen, Q hat 150 bekommen. Damn. Oh, und anscheinend möchte jemand das Gemälde kaufen. Okay. Wow, Lizzie verdient Geld für die WG. Und zwar bombenmäßig. Bombenmäßig. Ruby hat Hunger. Ruby kommt nach Hause. Ivy liest weiter. Stinke. Q erzählt jetzt allen Leuten ein Witz. Oh, Ruby. Ging das Einhorn in die Bar? Spurgle. Spurgle. Ich bin 10 Sekunden weg und die streiten sich. Ey, warum sind wir von Natur aus so assi miteinander? Wer hat angefangen? Hat Ruby angefangen? WG-Update. Kyo streitet sich mit allen. Ist das Hashtag real oder alles nur Reality-TV Hashtag Drama? 16 neue Follower. Ach, sowas stehen die Leute. Lizzie hat Level 3 der sozialen Netzwerke Fähigkeit erreicht. Und was ich eben, warum ich... Okay. Es heißt Pip Goodfellow. Habe ein schreckliches Geheimnis. Ob da was Wahres dran ist? Also ich mochte den Pip ja noch nie. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Unwissenheit beklagen. Q hat heute Logik gelernt, Ruby. Das ist nicht okay. Nur weil du jetzt Gartenarbeit kannst. Bist du nicht was Besseres als Q? Und jetzt? Hä? Frauen. So, du entschuldigst dich jetzt. Und dann fragst du, wie lange sie aufgeblieben ist. Vergeben und vergessen. Stopp, Ivy. Nein!
Wir müssen auch mal ein bisschen quatschen. Ich rede mit Lizzie über Bücher. Octogle. Super Wort. Und jetzt sagt Q auch was Nettes. Tag verschönern. Und dann sagt Ruby Komplimente über Aussehen machen. Und dann wieder zu uns. Kann sie mir sagen, dass ich stinke? Nee, leider nicht. Bücherwürmer beleidigen. Alle Bücherwürmer. Sushi. Ruby hat Sushi gesagt. Gross. So, da möchte Q aber auch mal die Macaroni mit Käse essen. Und Ruby möchte das Badezimmer alles in einem benutzen. Und anschließend werden alle schlafen gehen. Auch Lizzie isst Macaroni mit Käse. Und Evie duscht. Ich dusche vor dem ins Bett gehen. Was ist kaputt gegangen? Was ist kaputt gegangen? Freunde der Sonne, was ist passiert? Da geht sie einfach ins Bett, nachdem sie das Klo verstopft hat. Übel verstopft. So ein bisschen interaktiv mit der Community. Alle WG-Mitglieder pennen. Hashtag Prank. Ja oder nein? Stimmt ab! 20 Anhänger gewonnen! Die Leute stehen auf Pranks und auf Drama. Sogar in Sims. Heißt, dass wir jetzt einen Prank machen müssen? Der Prank ist... Das ist der Prank. Girl rennt einfach auf die Straße. Das war der Prank. Und auch jetzt geht Lizzie schlafen. Alle sind müde. Es ist 11 Uhr. Good night. Und weil ich cool bin und auf die Zeit gucken kann, sehe ich, dass ich schon wieder über eine halbe Stunde aufgenommen habe. Das ist dann wohl genug Material für eine wundervolle Folge Forest. Sims. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sprechen ist so schwer, Mann! Vielen Dank fürs Zuschauen dieser Folge von die Sims 3 Recollect Channel. WG meine ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!